Um Europa zu retten, klebt sich Martin Sonneborn 2024 an einer zentralen Säule des Europaparlamentes fest. Aber von vorne. Als der Abgeordnete von der Partei Die Partei im Auftrag seiner boshaften Wähler ein asbestverseuchtes, muffiges Büro in Brüssel beziehen muss, steht er vor einer Herkulesaufgabe. Das ist das Europäische Parlament. Und von hier aus werde ich Europa komplett umkrempeln. Der Tischgolfprofi beginnt sofort mit der Arbeit. Kräfte sammeln für den entscheidenden Schlag gegen eine total verkrustete Institution. Prost! Für diese Mission Impossible hat er nur eine Minute Zeit. Then we give the floor now to Martin Sonneborn for 1 minute. Denn unter der Betonfrisur der Präsidentin tickt eine Zeitbombe, die ganz Europa in den Abgrund reißen kann. Sehr geehrte Frau von der Leyen, als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Das Medienecho ist gewaltig. Revoluzzer, Bürgerschreck, Politclown. Während die Presse verzweifelt nach einer passenden Schublade sucht, feilt der Meister des rasierklingenscharfen Wortes schon an seiner nächsten One-Minute-Speech. Ist also ein gut bezahlter Job heute hier. Ich werde exakt 60 Sekunden arbeiten. Und das war's dann mit der Politik für heute. Außerdem werde ich natürlich die Bleistifte zu Ende spitzen. Sitten vielä sitoutumattomien nimissä puhuu edustaja Martin Sonneborn. Herzlichen Glückwunsch. Der EU-Führung ist zur Abwechslung mal etwas gelungen. Sie hat unserem Wertepartner, dem Irren aus Baku, dabei assistiert, die Demokratische Republik Arzach vollständig auszulöschen. Und so geht es Schlag auf Schlag weiter. Vielen Dank. Dann der nächste Redner, Herr Schöneborn. Sonneborn, bitte. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Sonneborn. Als nächstes erhält Herr Sonneborn das Wort. V rozprave vystupí pán Martin Sonneborn na jednu minutu. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Thank you. Mit übermenschlicher Kraft stützt der titanische Abgeordnete das wankende Haus Europa. Sonneborn bleibt in Brüssel.